Hallo meine Freunde der roten Steine und willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7 mit dem einwandfreien Jokers. Und dem zweiwandfreien Drachenburschen. Genau. Und natürlich grüßen wir heute den dreiwandfreien... Ja, Christoph und den vierwandfreien... Luis. Das Schöne ist ja, Wand heißt ja auf Englisch Zauberstab, das heißt vier zauberfrei, zauberstabfreien Luis. Ja, läuft. Ja, genau, wir laufen hier immer besser weiter. Aber ich glaube, jetzt geht es echt deutlich schneller. Ich meine, wir müssen zwar fast alle Level nochmal spielen, aber... Nein, wir müssen nur die Level nochmal spielen, die wir verkackt haben. Wir haben fast alle. Schusch! Wir haben in fast keinem Level die vier Wappen. Aber dafür haben wir jetzt den Wappenfinder. Aber dafür kann man ja auch speichern und abbrechen dann machen. Richtig, das ist das Gute. Das heißt, wir müssen nur bis zum Wappen kommen und dann... Hast du irgendwie jetzt gerade alle gekauft? Ja, habe ich. Ne, den haben wir noch nicht. Nochmal alle durchgehen, einzeln. Hey, ja, wir haben alle. Dann aktivieren wir noch die restlichen. Super stark sein, machen wir an. Wir machen einfach alles an, weil wir es können. Oh. Herzen. Hogwarts-Wappen. Nein, Weihnachten machen wir nicht an. Das machen wir sicher nicht an. Ich will unbedingt mal. Oh, wir sind jetzt super stark. Wir sind super stark. Ich will jetzt unbedingt mal ein Level noch anfangen. Das dauert ja auch jetzt. Vermutlich geht es jetzt voll schnell mit den Level. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Aber wir wollten ja eh noch zusammenzählen. Schauen wir erstmal eins, wo wir uns... Ein Charakter fehlt uns. Hier fehlt uns ein Wappen. Nee, wollen wir das jetzt schnell machen? Wir können dann nachher eh speichern und abbrechen. Ja, das auf jeden Fall. Ich will nur kurz die Charaktere zählen. Okay. Warte, ich zähl mal. Eins. Einen fehlt uns hier. Also wir müssen auf 11 kommen, sonst fehlt uns in Hogwarts noch was. Es bleibt bei einer. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Nein, es sind 11. 11, 12. 12, 13. 14, 15, 16. Okay, habe ich mich verzählt, sind es 21 doch. 17, 18. 19, 20. 21, 22. 23, 24. 25, 26. Ich glaube, wir kommen... 27, 28, 29. Hä? Aber, schau mal, ich dachte, dass da oben 100... Ach, 29, doch, passt perfekt. 171 von 200. Das heißt, wir haben alle Charaktere in Hogwarts gefunden. Ich hatte unten auf die... Dafür gibt es einen High Five. Dafür gibt es echt einen High Five. Nee, ich hatte aus Versehen unten auf die Schüler geschaut, deswegen dachte ich noch 11. Ha, das heißt, wir haben alles in Hogwarts. Komm, dann lass uns jetzt schnell dieses, dieses eine Wappenteil, das machen wir jetzt. Ja, doch, falsch gespielt, ja. Wo ist mein Grindelwald? Ich finde die nicht mal wieder. Da ist mein Grindelwald. Ja, da lacht er. Da lacht er sich einen ab. Ja, wo ist mein Grindel? Ja, wo ist denn der Grindelwald? Ja, da ist er. Wo hat sich denn der Grindelwald versteckt? Im Wald vielleicht. Also ich glaube, das Einzige, was jetzt nerven könnte, wäre, wenn wir jetzt irgendwelche Bossfights nochmal wiederholen müssen, weil die sich halt einfach so unendlich in die Länge strecken. Ja, das war jetzt... Hä? Haben wir das grün angezeigt? Okay, jetzt bin ich irritiert. Was haben wir angemacht, was da gerade markiert wird? Was wird uns da gerade markiert, dieses grüne Zeug? Meistens sind die Wappen? Oder wo mal Wappen waren oder sowas? Was zur Hölle heißt dieses grüne Zeug? Ja, das heißt, wo mal Wappen waren. Nee. Aber irgendwas muss es doch heißen. Kannst du mir nicht erklären, dass es irgendeine Bedeutung hat. Gott, ich bin überfordert. Was haben diese grünen Sachen uns zu sagen? Ja, den haben wir schon mal gerettet. Muss ich das verstehen? Müssen wir das verstehen, Jokers? Nee, wir müssen... Ich weiß ja nicht, wie dieser Charakterfühlerzeichen aussehen, also ich weiß jetzt... Wir können ja alle anderen ausschalten, wir brauchen ja momentan nur die... Charaktere haben wir ja eh schon alle. Warte mal, ich schalte die anderen... Nee, die Charaktere brauchen wir in Hogwarts, doch wir brauchen halt goldener Stein und sowas. Ich will es nur mal kurz ausschalten, um es hier zu sehen. Lass mir mal alle ausschalten, außer die Wappen. Da oben... Charaktermarkenfehler machen wir auch mal kurz aus. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das sind tatsächlich die Wappen. Hier, das sind diese grünen Dinger, siehst du? Das ist... Das ergibt keinen Sinn. Ja, das zeigt auch diese Grashalme immer, aber was auch immer. Vielleicht müssen wir dann mit dem Traktor rüberfahren über alle Grashalme. Gibt's hier einen Traktor? Ja, doch, am Anfang gibt's einen Traktor. Wir müssen über alle... Ah, doch, das kann sogar gut sein, dass wir die alle mit dem Mähdrescher oder was das ist. Es gab am Anfang, glaube ich, einen Traktor. Den haben wir da... Oder ein Bagger war das, glaube ich, oder sowas. Den haben wir doch hier... Ja, ich kann nicht graben, warte mal. Haben wir irgendwie in der graben können? Ja, Hermine. Hermine kann ich... Da, wir haben sogar jemanden, der selber graben kann. Weasley-Kiste? Damit kommen wir nur hier hoch. Ja, richtig. Aber irgendwie gab es was, wo man buddeln konnte. Übrigens kann sich McGonagall in eine kleine Miezekatze verwandeln. Oh, das ist cool. Ich kann...
Aha. Ja, das kann ich nicht. Du hast mein Neid. Mein Neid sei mit dir. Warte mal. Ah, vielleicht ist es auch da drin, dass wir das da aufschneiden müssen. Grindy. So, einmal aufmachen bitte. Roten Zauber hatten wir nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und damit können wir. Ah, ja, doch. Ich hab es geahnt. Ich hab es geahnt. Ja, gut, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass es das halt ist. Warte mal kurz. Ups. Geh weg. Geh weg. Ich bin das nicht. Okay, ich war's doch. Hier war nichts? Nee. Doch, hier hinten war noch eine in der Ecke. Oder? Ja. Nee, die zeigen die alle nach da vorne. Gut. Nee, ich habe gerade eins hier überfahren. Ah ja, gut. Hier ist an der Seite noch einer gewesen. Da. Ah ja. Ja, aber es geht echt bedeutend schneller, wenn man weiß, wo das Zeug ist. Jetzt kannst du aber auch die anderen Charakter. Nein. Ich hasse dich dafür. Ich hab nichts gemacht. Du machst mich fertig. Du machst mich Rote fertig. Steinfühler können wir auslassen, weil rote Steine haben wir jetzt wirklich Ja, aber es alle. ist ja egal, es wird ja. Ich sag jetzt nicht, dass du da nicht mehr warst. Alter. Es gibt so. Warte. Mit Anlauf! Ah, gut, die zerlegt's dann. Und wir kriegen den neuen. Oh, Gott sei Dank. Dachte schon. Ja, das ist so Dark Souls Edition. Du hast nur einen Versuch. Ich dachte, er scheitert schon an Joke mit seinen Fahrkünsten hier. Wäre natürlich sehr bitter gewesen. Ich geb dir gleich mal was Späteres. Nein, lass mich bloß in Frieden, du. Wie zart bitter. Du hast nicht mal. Nee. Jetzt geht. Ich glaube, du Jogget macht blockierst einen meinen Burnout. Traktor. Ah, so. Und dann gehen wir auch ganz schnell wieder zurück in den Tropfenkessel. Natürlich Speichern. speichern wir vorher. Ah, das war auch das letzte Wappen, was uns hier gefehlt hat. Ja, geht doch flott voran. Ja, mittlerweile machen wir echt hier Fortschritte am laufenden Band. Ha. Ich glaube, bei uns in dem ersten Ding haben uns aber echt nur noch die Wappen gefehlt. Nee, Hier haben wir dafür. alle Wappen. Hier haben wir alle Wappen. Hier Okay. fehlt noch eins. Da fehlen noch zwei. Da fehlt ein Charakter hier. Bei Dumbledores Armee. Na gut, ganz schnell. Ganz schnell machen wir den. So wie bisher. Wir machen ja alles immer ganz schnell. Flott wie wir sind, aber jetzt geht's auch flott. Alle Level nochmal im Schnelldurchlauf durchmachen, das kriegen wir hin. Dann haben wir es auch schon geschafft. Dann haben wir das Spiel wirklich auf 100%. Ah, das Bonuslevel gibt's noch. Das müssen wir auch nochmal machen. Der letzte Part wird einfach das Bonuslevel nochmal. Das hat der Joke ja sehr geliebt, das Bonuslevel damals. Charakter ist gleich hier. Ja. Mach die Sache. Ja. Charakter ist gleich hier. Berühmte Worte vom Jokic. Berühmte letzte Worte. Ah, der ist auch hier. Wir brauchen die Brille. Luna-Brille. Die ist vielleicht hier unten Nee, da ist ein vergraben. Schüler vergraben. Ah, und da ist Eis. Ich wollte schon immer mal ein großer, glücklicher Eisklotz werden. Ah. Take this. Take one of these. Oder so ähnlich. Ja, da Und freut wo, er sich ach, der die Herr Schüler. Wunderbrille kriegen wir da vorne. Ja, und da hätten wir einfach zurückgemusst mit der Sonderbrille. Nee, das kann nur er da zaubern. Wir sind da zu blöd zu. Eindeutig. Ah, ja, jetzt können wir es wieder. Er konnte es kaputt zaubern, er kann es aber nicht. Er kann keine Brücke daraus zaubern. Das können wiederum Was nur für ein wir. Idiot. Ja. Ich glaube, dafür muss er sterben. Ach, Joke jetzt. Oh, keine Charakterstat. Dumbledores Army Ah, ich Quest. weiß nicht, was Charakterstats heißt. Charakterstats heißt, dass wir die Münzen bekommen. Beziehungsweise Stats bekommen, wenn wir Charaktere umbringen. Oh, wie cool ist das denn? Naja, das ist eindeutig was für dich, ich sehe schon. Man Nein, nein. kann Joke seine Nein, Gewaltfantasien komplett nein, nein. ausleben. Die Felsen sind auch Ich schon bin doch leer. unbesiegbar. Ja, aber du Was soll wirst ja nur das? eingefroren und nicht umgebracht. Oder. Oh, stirb. Ja, das ist schon wieder so eine Sache, da hätte man natürlich drauf kommen können, wenn man es gewusst hätte. Naja, bitte. Also das hat ja jetzt wirklich nicht gedauert. Es ja, ist witzig, dass jetzt beide Male direkt am Anfang vom Level war, was uns gefehlt hat. Ich finde das sehr gut. Macht die Sache auf jeden Fall einfacher. So, wieder zurück in den tropfenden Kessel. Ah, so geht Fortschritt heute. So, warte, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Da fehlt Hier uns auch fehlt nichts. uns nichts mehr. Da fehlen uns zwei. Ja, komm. Das machen wir. Das machen wir. Da kennen wir keinen Erbarmen. Doch, ich schon. Tokis kennt Erbarmen. Ah, Cole ist wieder mit dabei. Das ist gut, dass wir Cole dabei haben. Ashley Cole, guter Fußballer. Glaube ich. Keine Ahnung.
Ich weiß, dass ein Fußballer ist. Na, na, na. Lange mussten wir aber nicht suchen. Ich hab schon gefunden. Ich sag noch, das ist gut, dass wir Kohli dabei haben. Wir brauchen ja zwei. Ja, gut, aber. Eins haben wir schon mal gefunden. So. Wir mussten in die richtige Reihenfolge bringen, die Katzen, oder? Wenn ich mich recht erinnere, war das unsere Aufgabe. An dieser Stelle. Du hast mich gerade in eine... Nein. Ich war es bestimmt nicht selber. Ich habe Todeszauber. Wie immer. Natürlich, Dirk ist natürlich. Unten. Unten. Der hält er aber nicht. Ach, jetzt hält er da plötzlich. Ich war vorhin auch genau da drauf, aber nein. Nein, wirst du nicht. Mehr Münzen. So, Katze, hilf uns. Ich glaube, da fehlt noch ein Tellerchen. Kein Löffelchen. Oder ein Becherchen. Ja. Rechts oben fehlt noch ein Teller, das stimmt allerdings. Ah. Und da wäre auch der Teller für rechts oben gefunden. So viele süße Katzen, die singen uns sogar was vor. Weißt du, dann haben sie. Ja, doch, da haben sie bestimmt echte Katzen aufgenommen. Bestimmt von den Entwicklern die Katzen oder so. Miau. Nee, oder einfach irgendwelche Katzen-Samples aus dem Internet. Ja, das ist auch das, was ich vermute. Oh, wir haben ja richtig viel Leben, fällt mir gerade erst auf. Ich weiß, das fällt mir früh auf, aber. Lieber spät als nie oder so ähnlich. Oh, und da sind wir auch schon wieder im Wald. Gibt's hier irgendwo einen Marker? Nein, das heißt, es ist im nächsten Bereich. Wie wir einfach mal hier alles überrennen. Mussten wir, glaube ich, oben rum hier. Glaube ich zumindest. Nein, gar nicht oben rum. Ah ja, erstmal überall drauf schießen. Hier was zaubern. Ah, doch, hier kommt was. Ah, ich hab das erste Lösung schon gefunden, Herr Dokus. Sie können zu mir kommen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wie, du musst jetzt hier das Ding machen. Ja, mache ich sogar. Einfach. Einfach öffne ich die Türe. Tor und Tür des Verderbens werden aufgestoßen von mir. Schieß mal drauf. Wo drauf? Ach, da drauf. Und. Jawohl. Ah. Du tust ihm weh. Tut mir leid. Das Spiel hat es von mir gefordert, dass ich der Pflanze weh tue. Es war nicht meine Absicht. War es wirklich nicht. Das Spiel ist schuld. Bin ich böse, das Spiel ist böse. So, einmal den Hund nehmen. Ach, du hast ja Minus Tasche da noch. Brauchen wir die dann an der Stelle? Ich weiß es nicht, aber deswegen. Ich weiß auch nicht. Ne, ich glaube nicht. Ah, du hast immerhin eine Spielzeugspinne. Ach, Ronnie. Graben musst du, glaube ich, noch. Ja, ich sehe schon. Ich habe schon mal einmal gegraben. Ich muss hier nochmal graben. Während du dich da anderweilig beschäftigst. Au! Mistviecher. Ah, Ron hat wieder die Attacke nicht. So, Mr. Weasley. Aua. So. Aruis. Graben, graben, graben. Graben, graben, graben. Umgraben. Ah, alle guten Dinge sind drei. Ich verstehe. Bring uns nach oben. Ach so, jetzt. Ah. Jetzt lässt uns die zum Himmel emporschweben. 10.000, da kann der Joke jetzt natürlich nicht widerstehen, oder? Nein. Aber es wird immer noch nichts angezeigt. Wahrscheinlich müssen wir bis zu Drop weiter vor. Ja, das ist. Es kommt ja, glaube ich, nochmal ein Teil danach, oder? Ein Level-Teil. Ja, ja, bei Grob dann. Bei Grob. Garb. Garb. Ich muss mich ja weiter mit diesen komischen. Mit diesen komischen Kerlen rumschlagen. Ach, das war das. Ne, da müssen wir aber gar nicht hin. Damit haben wir den Schüler aus der Gefahr gerettet. Yay. Hier müssen wir irgendwas anderes noch machen. Bin mal so frei und hol mal kurz die Münzen. Oh, da war sogar noch eine 10.000er. Ach ja, wir müssen den Busch beschneiden. Ja. Nochmal immer eine 10.000er. Ah ja. Alle draußen, was keine Miete zahlt. Apropos, Entschuldigung.
Hä? Ah. B. Ah. Ja, das muss man aber stillhalten, auch mal. Stillhalten, stillhalten. Das muss man aber auch erstmal sehen, dass. Naja, da will ich. Ja, und jetzt? So eine Pflanze gebaut. Hat die Pflanze kaputt gemacht. Und schon wieder haben wir gelernt, durch Gewalt kriegen wir Sachen. Speichern und verlassen. Die beiden Hauswappen haben wir bekommen. Einen Gryffindor. Sehr gut. Und dafür kriegen wir auch noch gleich einen goldenen Stein dazu. Richtig, haben wir uns verdient. Jetzt haben wir nur noch einen im letzten Band, den würde ich vorschlagen, machen wir auch gerade noch das eine Level. Das sollte ja hoffentlich schnell gehen. Also mittlerweile geht es ja echt schnell mit den Leveln. Was fehlt uns hier? Ein Wappen. Ein Wappen. Das kriegen wir hin. Der Asaldok ist zwar schon erschöpft, aber dieses eine Wappen, da wird er nicht drum rumkommen. Ich nehme den bärtigen Mann. Dumbledore in Jung ist das, glaube ich, gewesen. Ja, also in Jung. In Jung, ja. Ja, in Jünger als sonst. Fassen wir es zusammen als Dumbledore in Jünger als sonst. Ah, wirklich. Aber immerhin werden uns jetzt all diese Lampen angezeigt. Weißt du noch, beim letzten Mal haben wir doch irgendwie übersehen. Wir haben ewig gesucht nach diesen scheiß Lampen. Da kann ich mich noch erinnern, ja, ja. Und eine noch. Es ist witzig, das ist, die Sachen sind so leicht, die uns mal gefehlt haben. So, jetzt haben wir alles, oder? Ja, das war's in diesem Level. Das war nämlich das einzige Haus, was uns noch gefehlt hat. Tja, sehr schön. 4 Milliarden, glaube ich, haben wir mittlerweile schon. 173 von 200. Wir kommen dem Ende näher. Ich schau mal kurz, wie viel Prozent wir haben. Genau, wir haben 87,6% schon. Ja, also wenn wir jetzt die nächsten drei Teile noch so durchrushen, dann wird das echt schnell gehen, weil dann haben wir echt alles. Dann müssen wir nur noch ein letztes Mal Charakter shoppen gehen und dann werden wir alles haben. Ja, und das Bonuslevel noch machen. Dann haben wir auch die 100%. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Und bis, möge Grindelwald mit euch sein. Auf Wiedersehen. Servus. So, auch dieses Video von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, ist schon vorbei. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du meinen Kanal abonnieren, indem du auf den roten Abonnieren-Knopf drückst. Dann verpasst du in Zukunft auch garantiert kein Video mehr. Solltest du mein Let's Play von Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 noch nicht gesehen haben, dann hast du die Möglichkeit, einfach auf das linke Video zu klicken. Dort gelangst du direkt zu dem Let's Play von Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, welches ich zusammen mit dem Jokits gemacht habe. Wenn du dir gleich das nächste Video dieses Let's Plays anschauen möchtest, dann solltest du auf das rechte Video klicken. Dort gelangst du direkt zum nächsten Part von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Außerdem kannst du unter dem Abonnieren-Knopf noch auf den roten Google Plus-Knopf drücken. Dann gelangst du zu meinem Google Plus-Profil und natürlich kannst du auch noch bei Facebook und bei Twitter vorbeischauen. Jetzt liegt die Wahl bei dir. Möge die Macht mit dir sein.